Er war der Mann im Schatten von Manuel Neuer. Ralf Fährmann, ein Torhüter, der sich seinen Stammplatz über Umwege hart erkämpfen musste. Das Derby gegen Borussia Dortmund in der Saison 2008-2009, der Startschuss für eine Karriere, die nie so richtig glatt laufen sollte. Nachdem sowohl Manuel Neuer als auch Matthias Schober verletzt ausfielen, musste der junge Chemnitzer ran. In Dortmund im größten Spiel für jeden Schalker. Fährmann kassierte 3 Tore, das Spiel endete mit einem furiosen 3:3 und der damals 19-Jährige hatte seine Feuertaufe bestanden. Doch an Neuer gab es in dieser Zeit einfach kein Vorbeikommen. Es folgte der Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Nach einem holprigen Start unter Michael Skibbe schaffte es Fährmann erst unter Christoph Daum ins Tor der Mainhessen. Und dann witterte er seine lang ersehnte Chance. Mit viel Wirbel verpflichtete der FC Bayern im Sommer 2011 Manuel Neuer. Schalke holte den inzwischen Bundesliga-erfahrenen Keeper zurück und endlich war der Weg ins Tor der Königsblauen frei. Nach einem verheißungsvollen Start in die Saison der Schock. Kreuzbandriss am 9. Spieltag im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es folgte ein Zermürbungskrieg gegen die Psyche. Doch der Mann, dessen Traum es immer war, dauerhaft zwischen den Pfosten in der Arena auf Schalke zu stehen, kehrte zurück. Nach einer Saison in der zweiten Mannschaft und fast 2 Jahren ohne Profieinsatz schaffte Fährmann das Comeback. 6 Jahre nach seinem Debüt gegen den BVB war er erstmals langfristig Stammspieler bei seinem Verein. Auch nach der Verpflichtung von Fabian Giefer setzte sich der 1,96 Hühne durch und war endlich am Ziel angelangt. Dort, wo er wegen eines gewissen Manuel Neuer niemals geglaubt hätte, jemals stehen zu dürfen. Im Tor des FC Schalke 04.